Gabi, ein richtig rabenschwarzer Tag heute, oder? Kann man sehr gut so sagen. Also schwächste Saisonleistung, die wir dieses Jahr gebracht haben, mit Abstand. Mit 14 zu Hause zu verlieren, das gab es, ich glaube, unglaublich lange nicht mehr in Gummersbach. Wie sind die Gefühle jetzt nach dem Schlusspfiff? Ja, katastrophal. Aber ich denke mal, das Motto muss jetzt ganz klar sein, das müssen wir so schnell wie es geht abhaken. Am Sonntag ist ein Überlebensspiel in Minden. Da müssen wir eine ganz andere Leistung bringen, da müssen wir uns um 180 Grad drehen. Und das muss besser werden. Also mit so einer Leistung haben wir da überhaupt keine Chance. Hast du das Gefühl, dass man hier zu Hause durch das Spiel ein bisschen was, ja, nicht kaputt gemacht hat, aber wieder was gut zu machen hat? Ja, das kann man schon sagen. Also wir müssen schon das Spiel in Minden müssen wir anders gestalten als heute. Und dann sieht das Ganze auch ganz anders aus. Und dann kann man das als Trotzreaktion so ein bisschen zeigen. Und dann kann man das als wieder gut machen zu den Fans. Wir haben super gekämpft. Wir haben uns Sachen vorgenommen, die wir umgesetzt bekommen haben. Und deswegen haben wir auch so deutlich gewonnen. Habt ihr damit gerechnet, dass es hier, ich sag mal in Anführungsstrichen, so einfach wird? Haben wir uns natürlich nicht. Man weiß immer, Bundesliga ist die härteste Liga der Welt. Und man hofft natürlich, dass man halt einen guten Start erwischt. Den haben wir gekriegt. Hinten mit Heinevetter super Leistung natürlich. Und somit konnten wir die leichten Tore machen. Und somit fiel uns das halt auch relativ leicht. Kannst du das erklären, warum man auch heute, wie gegen Flensburg, auch in der ersten Halbzeit eigentlich schon jede Chance liegen lässt hier für eine Überraschung? Nee, eigentlich ehrlich gesagt nicht. Also Heinevetter hält natürlich überragend, aber wir gehen eigentlich nach dem Balingen-Spiel mit einem richtig guten Gefühl raus, kommen jetzt hier in die Halle und denken eigentlich, ja, wir haben eigentlich eine Chance am Anfang mitzuhalten. Wir halten auch kurz mit und dann bricht das Spiel so zusammen. Und ja, also es ist eigentlich unerklärlich, wie man nach Balingen jetzt so eine Katastrophenleistung bringen kann. Kurze Nachfrage noch, Minden kommt schon am Sonntag oder ihr müsst am Sonntag nach Minden. Wie kann man jetzt in den kurzen Tagen wieder die Köpfe hochbekommen im Team? Schwer, das geht nur über einen super Zusammenhalt und man muss halt einfach da jetzt Profi sein und sagen, okay, das Spiel war scheiße, wir müssen es ausblenden. Weil aus dem Spiel können wir nur die eine Lehre ziehen, dass wenn wir nicht alles von uns geben, dann reicht es überhaupt nicht. Und das ist das Einzige, was wir für Sonntag mitnehmen müssen. Es muss alles gegeben werden und dann schauen wir, was dabei rauskommt. Ihr seid immer mehr davon gezogen, Gummersbach überhaupt gar nicht ins Spiel kommen lassen. Lag das an einer unglaublich guten Leistung von euch oder hat Gummersbach in deinen Augen auch einfach einen schlechten Tag erwischt? Ich denke, Gummersbach hat auch einen schlechten Tag erwischt, aber wir haben das Tempo halt hochgehalten, 60 Minuten lang. Wir haben durchgewechselt und haben halt 60 Minuten nur Tempo gemacht und deswegen haben wir sie quasi überrollt. Naja gut, am Morgen muss man das Spiel erstmal analysieren und einfach die Fehler auch zeigen, die man gemacht hat. Jeder Spieler hat Fehler gemacht. Und dann kann man darüber sprechen, im Training werden wir das auch machen und danach müssen wir uns voll fokussieren auf den. Danke.